Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich fahre ungefähr seit 35 Jahren Auto, davon 33 Jahre Verbrenner und 2 Jahre Elektroauto. Diese 2 Jahre Elektroauto haben bei mir in meinem Denken und in meinem Verhältnis zum Autofahren aber mehr verändert als die 33 Jahre Verbrennerfahren vorher. Wie kann das sein und was ist da passiert und geht es vielleicht anderen Leuten auch so? Ich meine, die Elektroautofahrer heute ist noch eine relativ kleine Größe. Mit 200.000 Elektroautos in Deutschland, gerade mal rund 2%, sind es ja noch nicht so viele, wenn man das mit den 47 Millionen Autos überhaupt vergleicht. Aber die Leute, die Elektroauto fahren, haben die vielleicht auch irgendwas in ihrem Leben verändert oder hat das Elektroauto irgendwas für sie verändert? Dieser Frage bin ich mal nachgegangen und habe deswegen viele Leute gefragt aus der YouTube-Community und außerhalb der YouTube-Community, ganz normale Elektroautofahrer. Und das seht ihr in diesem Video. Bleibt dran! So ein Elektroauto zu fahren, was bedeutet das eigentlich? Ist das nur ein anderes Antriebskonzept, also elektrisch statt Verbrenner, der Rest ist auch wieder nur ein Auto? Ich weiß nicht, also bei mir war es anders. Bei mir hat das Thema Elektroauto und das Fahren von Elektroautos dann am Ende doch irgendwas bewirkt. Es hat mein Verhältnis zum Autofahren und zum Auto schlechthin komplett geändert. Das fing schon damit an, als ich überhaupt das erste Mal mit einem Elektroauto in Berührung gekommen bin. Also das war im Sommerurlaub 2017. Unsere Gastfamilie im Luberon in Frankreich, in der Provence, die fuhren Nissan Leaf. Für mich war es irgendwie unvorstellbar, mit so einem Auto, mit so einer kleinen Reichweite, irgendwie alle Fahrten zu absolvieren. Kaum waren wir wieder in Deutschland, habe ich mir eine Renault Zoe ausgeliehen zum Probefahren. Und tatsächlich, ich meine, wir sind vorher Mercedes gefahren. 2 Autos hatten wir, eine B-Klasse und ein Mercedes Cabrio. Und ich fahre dann mit einer Zoe. Und ich wollte einfach gar nicht wieder aussteigen. Ich wollte eigentlich immer weiter damit fahren. Es war einfach so ein schönes Fahrgefühl. Und plötzlich war für mich klar, es ist gar nicht entscheidend, dass du jetzt irgendwie einen Mercedes fährst, irgendwie so ein Luxusauto, sondern es ist entscheidend, wie fühlst du dich beim Autofahren? Was ist das eigentlich für ein Erlebnis, dieses Dahingleiten, diese Ruhe, dieses stufenlose Beschleunigen, auch diese Kraft, die dahinter steht? Das war für mich irgendwie völlig faszinierend. Mein Cabrio hatte jetzt auch irgendwie knapp 200 PS, das war jetzt nicht langsam, aber es war komplett anders, als mit der Zoe zu fahren. Ihr wisst ja, wo ich am Ende gelandet bin. Ich habe jetzt ein Model S und meine Frau fährt die Zoe, die wir uns damals dann gebraucht gekauft haben, keine 6 Wochen nach der Probefahrt. Und die beiden Mercedes sind verkauft, wir fahren also nur noch elektrisch. Und es hat auch etwas mit uns gemacht. Allein die Tatsache, dass man jetzt plötzlich über den Energieverbrauch nachdenkt. Das heißt, wir haben ein Elektroauto, wo ja sehr wenig Energie drinsteckt im Vergleich zu einem 40 oder 50 Liter Tank voller Benzin oder Diesel. Und wir kommen im Prinzip mit 6 Liter Diesel 300 Kilometer weit, also mit der Energiemenge, die in 6 Liter Diesel stecken. Das heißt, die Effizienz von so einem Fahrzeug ist natürlich um den Faktor 2, mindestens Faktor 2, höher als mit einem Verbrenner. Und darüber denkt man natürlich schon nach. Man denkt auch darüber nach, womit betanke ich denn dieses Fahrzeug? Also wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die hatten wir aber vorher schon. Das heißt, wir laden, wenn wir zu Hause laden, in der Regel tagsüber möglichst, wenn die Sonne scheint, mit der PV-Anlage die Batterien voll. Oder wir laden an Ladesäulen, die natürlich Ökostrom anbieten. Das heißt, man macht sich viel mehr Gedanken über das Thema Nachhaltigkeit, über das Thema, wo kommt die Energie her, wie viel Energie verbrauche ich überhaupt fürs Autofahren und natürlich über das Thema Emissionen, Klima und alles, was damit zusammenhängt. Ich finde, diese Gedanken sind jetzt in meinem Leben viel stärker vertreten, als es noch früher war. Und ich muss auch zugeben, dass mit dem Fahren eines Elektroautos das Thema Spaß am Autofahren bei mir viel größer geworden ist. Wenn ich bedenke, dass wir früher in Urlaub gefahren sind mit dem Verbrenner, 2 Tage nach, was weiß ich, Südfrankreich oder nach Italien runter, gerade mit Hund, kann man ja auch nicht 1000 Kilometer durchfahren. Das heißt, wir haben Pausen gemacht, wir sind aber 2 Tage unterwegs gewesen. Mann, was war ich immer gestresst nach so einer Fahrt. Jetzt mit dem Elektroauto völlig anders. Diese Ruhe, dieses Dahingleiten, dieses Ruckelfreie, da brummt nichts, es gibt kaum Vibrationen. Das ist für mich im Prinzip, Langstrecke fahren ist für mich jetzt schon Wellnessurlaub auf 4 Rädern, sofort, kaum, dass wir das Haus verlassen. Das war früher alles nicht so. Und ich habe mich gefragt, geht es nur mir so? Hat das Elektroauto nur mich irgendwie verändert? Oder ist es bei jedem so? Oder bei jedem ist es vielleicht irgendwas anderes? Und deswegen habe ich mal rumgefragt in der Elektroauto-Community und auch bei ganz normalen Elektroautofahrern, was hat das Elektroauto mit dir gemacht? Ja, hallo Jens, hier ist Tobias alias Dieser Dad.
Okay, also es hat ziemlich viel geändert. Ich habe mich nie für Autos interessiert. Autos waren immer für mich ein Vehikel, um von A nach B zu kommen. Ich habe immer sehr alte Autos gehabt und deshalb ist es eigentlich völlig ungewöhnlich, dass ich plötzlich mich für Autos interessiert habe. Sicherlich auch durch Fridays for Future angeregt worden bin, mehr darüber nachzudenken, als gerade die Zeit reif war und ein neues Auto her musste. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es ein Elektroauto sein muss. Und was sich natürlich extrem verändert hat, ist, dass ich durch diese Überlegungen, die ich in Videos gepackt habe und durch den Tesla, den ich dann gekauft habe, plötzlich ein YouTuber für Elektromobilität geworden bin und ja, ein Interesse entwickelt habe, das vorher einfach gar nicht da war. Insofern hat sich sehr viel verändert. Und was ich vor allem finde, ist, dass man beim E-Autofahren eben ein Bewusstsein für Energie mehr bekommt. Übrigens auch durch die Solaranlage. Plötzlich sieht man auf der App, was eine Kaffeemaschine ausmacht oder eine Spülmaschine oder dass da praktisch permanent irgendwelcher Strom verbraucht wird und will dann wissen, woher der kommt. Und man merkt plötzlich, wie viel Energie Autofahren benötigt. Und das, was die Verbrennerfahrer immer so lächerlich machen als die Reichweitenangst, würde ich einfach sagen, ist ein Bewusstsein dafür, dass Mobilität energieintensiv ist, Energie verbraucht und das finde ich zunächst mal eine gute Sache. Hallo Jens, Thorsten hier von Soundless Driving. Du hast mich gefragt, was das Elektroauto aus mir gemacht hat. Und in der Tat, es hat etwas aus mir gemacht. Vorweg möchte ich schicken, ich habe mir das Elektroauto nicht gekauft, weil ich die Welt verbessern will oder weil ich ein Öko bin, sondern weil ich einfach Spaß dran hatte, ein Elektroauto zu fahren und das nach wie vor habe. Ich hatte nämlich, und insofern hat das Elektroauto schon vor dem Kauf etwas mit mir gemacht. Ich hatte nämlich einen der schönsten Jeep Wrangler westlich des Rio Pecos. Wir haben tolle Offroad-Touren gemacht. Wir haben ihn als Freizeitmobil, als Reisemobil ausgestattet und haben die Pyrenäen und die Alpen überquert. Das war wirklich wunderbar. Aber ich habe dieses Auto in Zahlung gegeben und ich habe nicht nur dieses Auto, ein Auto bei Tesla in Zahlung gegeben, sondern eine Philosophie. Auch ein Stück weit eine Freizeitbeschäftigung habe ich bei Tesla in Zahlung gegeben. Und ich sage dir, es war mehr als nur ein weinendes Auge, als ich dieses Auto in Zahlung gegeben habe. Das hat das Elektroauto aus mir gemacht. Aber dazu gehört auch, muss ich leider sagen, und jetzt werde ich ein paar Abonnenten verlieren, ich habe mir eine Soundmaschine unter diesen Jeep machen lassen. Es war also nicht nur das schönste Auto optisch, sondern auch vom Sound her. Mittlerweile geht mir das sowas von auf den Geist. Ich mag es leise dahin zu gleiten. Ich mag es ruhelos zu bauen. Soundless Driving eben. Das hat das Elektroauto aus mir gemacht. Ich habe mir einen Ökostromanbieter für das Elektroauto gesucht. Ob ich das schon gemacht hätte ohne Elektroauto, who knows. Und last but not least, etwas mehr Bewusstsein, etwas mehr Achtsamkeit, etwas mehr Maß halten in vielen Dingen. Ich glaube auch, das hat das Elektroauto aus mir gemacht. Ja, soweit zu meinen Veränderungen aufgrund eines Elektroautos. Viele Grüße vom Ammersee in den Norden und bis bald. Servus, ciao. Hi, mein Name ist Eva. Ihr kennt vielleicht meinen YouTube-Kanal Das Blockhaus, aus dem ich von der Elektromobilität berichte. Seitdem ich Elektroauto fahre, hat sich mein Leben verändert. Ich habe meine persönliche Komfortzone verlassen und bin viel aufgeschlossener, wenn es darum geht, etwas Neues zu entdecken. Ich habe ganz, ganz viele neue Bekannte durch die Elektromobilität kennengelernt und alleine, dass ich mich ganz neuen Dingen stellen muss, habe ich mich auch einfach mit Problemfindungen oder mit Lösungsfindungen auseinandergesetzt. Und das fällt mir jetzt viel leichter, weil einfach nach vorne schauen, es ist toll. Es ist frischer Wind eben in mein Leben gekommen, dank der Elektromobilität. Und das möchte ich einfach nicht mehr missen. Ich habe das Auto neu erfahren. Hallo, mein Name ist Annemarie. Seit ich die Renault Zoe fahre, freue ich mich aufs Autofahren. Es ist für mich Erholung pur. Jede Fahrt ist Balsam für die Seele. Da, wo ich eher eine Veränderung wirklich spüre, ist meine Wahrnehmung oder meine Sensibilisierung zum Thema Wandel. Also ich finde es unheimlich spannend, Zeitzeuge sein zu dürfen in einem großen Technologieumbruch. Wahrscheinlich dem größten, den es in den letzten 100 Jahren so gesehen gab. Von daher fasziniert mich auch der Gedanke oder die Vorstellung, wie die Generation später auf unsere Zeit später zurückblicken werden und wo diese Generation wiederum mit der Technologie, mit neuen Technologien in Zusammenhang mit der Natur stehen werden. Ehrlich gesagt, seitdem ich Elektroauto fahre, hat sich bei mir das ganze Leben verändert.
Erstens, dass ich überhaupt wieder Auto fahre, das ist schon was ganz Besonderes. Zweitens, dass ich mir überhaupt ein Auto gekauft habe, ist schon was Besonderes. Ich habe früher nie Geld für Autos ausgegeben, jetzt gebe ich mal Geld für Autos aus, habe ich mir so gedacht. Und ich bin ja so wahnsinnig begeistert von der Technik, weil das so schön leise ist, wahnsinnig beschleunigt und ja, nicht stinkt. Ne? Keine direkte Emission am Auto hier dran. Ne? Also man belästigt einfach auch niemanden. Das ist toll. Und was auch total neu ist, dass ich mit meinem Auto andere Leute fahren lasse, weil ich selber so happy darüber bin und dann finde ich es irgendwie cool. Ich mag das so gerne mit den anderen teilen. Und das ist auch total neu für mich. Ich habe schon so viele Leute fahren lassen. Ich glaube 20 oder 30 oder noch mehr Leute habe ich fahren lassen. Das ist echt richtig cool. Also ich bin begeistert. Neueste Technik, cool. Das Elektroauto hat mit mir unglaublich viel gemacht. Zum einen gehe ich jetzt viel bewusster mit Mobilität um. Vorher bin ich einfach ins Auto gestiegen, ich war schon immer Autofahrer, habe mir keine großen Gedanken gemacht. Heute ist das ganz anders. Ich mache mir Gedanken darüber, welches Transportmittel sozusagen ist gerade das Richtige. Also ich nutze nicht immer das Auto, manchmal fahre ich auch Bahn. Und wenn ich fahre, mache ich mir viel mehr Gedanken darüber, wie lange ich dann im Auto sitze, wie viele Pausen ich mache und so weiter. Also es ist was sehr, sehr Positives und natürlich macht Elektroautofahren unglaublich viel Spaß. Das muss ich wahrscheinlich nicht mehr erwähnen, muss aber trotzdem erwähnt bleiben. Ja, und vor allem hat es bei mir für großes Umdenken gesorgt. Ich habe mir Gedanken gemacht, wo kommt eigentlich das Ganze, ja, die ganzen Rohstoffe her? Egal, ob es jetzt vorher eben bei Benzin oder Diesel waren oder jetzt auch bei Elektroautos. Wo kommt der Strom her? Und wie können wir eigentlich die ganze Mobilität neu denken und verbessern? Und dadurch hat es bei mir auch dazu geführt, dass ich mir viel mehr Gedanken über erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit gemacht habe, mein Leben Stück für Stück umstelle, zum Beispiel meine Versicherung, meine Bank, mir Gedanken mache darüber, wo ich einkaufe, wie ich esse. Also es hat wirklich sich Stück für Stück in alle meine Bereiche so rein infiltriert. Soll jetzt aber gar nicht negativ klingen, sondern ganz im Gegenteil, ist was total Positives. Ich setze mich viel mehr mit all den Dingen auseinander um mich herum, mache mir viel mehr Gedanken darum. Und vor allem ist für mich Elektromobilität ein Lichtblick in die Zukunft. Weil, ich sag mal, vor vielen Jahren habe ich den noch nicht so richtig gesehen. Aber ich sehe, wir können was verändern. Wir können die Mobilität verändern, wir können auf erneuerbare Energien umstellen. Und wir haben wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele neue Chancen, viel besser mit unserer Umwelt umzugehen und das macht mich richtig glücklich. Ich bin die Steffi und Elektromobilität bedeutet für mich in erster Linie der Antrieb, den ich mir schon immer so gewünscht habe, nämlich wirklich sauber und leise durch die Gegend fahren zu können. Mich begeistert tatsächlich die Technik, hätte ich vorher gar nicht so gedacht, die ganzen Assistenzfahrsysteme, das ist eine ganz neue Welt und das ist einfach fantastisch. Und ganz, ganz stark ist momentan vielleicht einfach noch diese kleine Blase, in der man ist, die Menschen, mit denen man zusammen ist, die Treffen, auf die man gehen kann und auch so ein bisschen die Überzeugungsarbeit, die man vielleicht beim ein oder anderen leisten kann. Das ist was für mich Elektromobilität momentan am meisten ausmacht. Der größte Fakt ist es vor allen Dingen, dass man ein Stück der Zukunft jetzt schon in der Gegenwart leben kann. Ja, hi, ich bin Patrick. Ich fahre das Model 3 jetzt seit ziemlich genau 4 Wochen, vielleicht 5, wenn man auf den Kalender schaut. Und ich bin 3500 Kilometer gefahren bisher. Ja, was hat sich verändert? Am Anfang war es viel Euphorie und es fühlte sich an, als fahre ich ein Raumschiff. Und mittlerweile muss ich sagen, es ist auch nur ein Auto. Also es funktioniert sehr gut. Es macht auch Spaß, weil ich das als Fahrkomfort empfinde, dass es leise ist, die Beschleunigung als Fahrkomfort empfinde. Ja, und unterm Strich bleibt dann aber, es funktioniert und funktioniert sehr gut. Und ich bin so fast so ein bisschen wieder runter von der Euphorie. Es ist gar nicht mehr so die Leidenschaft, die im Vordergrund steht. Es ist wieder ein Gebrauchsgegenstand geworden. Und noch umso mehr verstehe ich die ganzen Diskussionen drumherum nicht mehr. Also, ja, und Hilfe, der Akku geht kaputt und Hilfe, komme ich aber nicht von A nach B und so weiter. Und ja, dann fährst du aber keine Langstrecke, oder? Ist halt für mich noch weniger nachvollziehbar geworden. Und ansonsten erfüllt das Fahrzeug alle Ansprüche, die wir im Alltag daran haben. Ist eine super Lösung, finde ich, weil man sich aussuchen kann, wo die Energie herkommt und weil es eben lokal weniger Dreck erzeugt. Und das macht Sinn. Fukushima war ein Anfang,
ein Anfang für meine persönliche Energiewende, die uns dazu geführt hat, ein Niedrigenergiehaus zu bauen. Es ging weiter mit einer Photovoltaikanlage und fand einen Abschluss in zwei großen Batteriespeichern, die unseren Autarkiegrad deutlich erhöhen und vor allen Dingen unsere Energieversorgung in unserer persönlichen Energiewende besonders nachhaltig ermöglichen. Was jetzt hier das Ende, das gute Ende unserer persönlichen Energiewende ist, die das Projekt abschließt, ist beim Elektroauto eigentlich erst der Anfang. Das elektrische Fahren an sich ist sehr angenehm, es macht Spaß, es ist effizient, aber es ist nur der Anfang einer persönlichen Mobilitätswende. Und da freue ich mich sehr auf die Zukunft, denn wir werden vollautonome Schwarmfahrzeuge sehen, wir werden unsere Fahrten mit anderen teilen und dabei viel Geld sparen, aber natürlich auch Ressourcen sparen, denn wenn wir uns Autos teilen, dann werden wir viel weniger Autos in der Zukunft benötigen und sie auch gar nicht mehr kaufen müssen. Und das ist wirklich eine sehr spannende Zukunft. Auf dem Weg dahin genieße ich das Elektroautofahren natürlich sehr, genieße den Zusammenhalt in der Community, aber trotzdem freue ich mich darauf, dass es nur ein Anfang ist und dass uns in eine spannende Zukunft führt, und auf die freue ich mich sehr. Ja, moin. Wer mich kennt und meine Videos hier auf YouTube, der weiß, dass ich vom Petrolhead zum Elektroautofahrer geworden bin. Und das hat eigentlich damals einen eigenen Grund gehabt, nämlich dass ich auf der Arbeit kostenlos Strom laden konnte und zudem hier zu Hause eine PV-Anlage habe und über den Speicher dann zusätzlich mein Elektroauto laden kann. Inzwischen hat sich da einiges geändert. Also einmal hat natürlich das Elektroauto dazu geführt, dass ich hier überhaupt auf YouTube vertreten bin. Ich hatte viele Fragen, die mir keiner beantworten konnte, und bin dann los mit Kamera, um mir die Fragen selber zu beantworten und mir gedacht habe, hey, vielleicht interessiert das auch jemand anders. Ein weiterer Zusatzpunkt bei der ganzen Geschichte um Elektromobilität und so weiter ist aber natürlich das Thema Klimaschutz. Das war eigentlich gar nicht meine Eingebung, nie. Auch mit meiner PV-Anlage am Dach und wir haben zu Hause auch keinen Gasanschluss, war es nie der Hintergedanke, Klimaschutz hier aktiv zu leben, sondern ich wollte unabhängig von russischem Gas und saudischem Öl sein. Ja, und trotzdem macht man sich jetzt Gedanken um das, was man seinen Kindern hinterlassen möchte. Und auch das ist inzwischen ein ganz, ganz großer Anteil, warum ich ganz bewusst inzwischen Elektroauto fahre und auch warum meine Frau inzwischen einen Kona Elektro fährt. Weil wir wollen auch unseren Kindern etwas Besseres hinterlassen als das, was wir hier gerade vorfinden. Was hat sich denn bei euch geändert, seitdem wir Elektroauto fahren? Ja, also jetzt, wo wir Elektroauto fahren, schlafe ich eigentlich immer auf den Fahrten ein. Davor ging das nicht. Wieso? Weil es jetzt so leise ist, oder was? Ja. Und das gefällt dir besser? Ja, schon. Und bei dir, hat sich bei dir was geändert, Nasilla? Naja, ich fahre jetzt noch lieber Auto, als ich es vorher sowieso schon getan habe. Ich mag halt die Ruhe und das gelassene Daherfahren, und wir stinken nichts mehr voll. Die Vorteile von Elektromobilität sind nicht immer die Diskussion über die Reichweite, sondern man stellt fest, das Fahren, das entschleunigt. Und das macht irgendwie viel mehr Spaß, Auto zu fahren, weil man weiß, ich muss regelmäßig Pausen machen und wenn ich längere Touren fahre. Und im Stadtverkehr ist das eigentlich sowieso völlig unproblematisch. Und es macht unheimlich Bock, mit diesem Auto zu fahren, weil man auch das gute Gefühl hat, nicht permanent Emissionen auszustoßen. Was im Zusammenhang mit Elektromobilität für mich auch wichtig war, ist die Frage, wie produzieren wir eigentlich unsere oder wo holen wir unsere Rohstoffe her? Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Und da tut sich ja jetzt auch einiges und da wird sich auch einiges verbessern. Und wenn die deutschen Automobilhersteller erstmal einsteigen und da richtig Gas geben, und dann werden wir auch eine vernünftige Diskussion bekommen, die uns alle irgendwie weiterhilft. Lieber Jens, du wolltest von mir wissen, ob das Elektroauto die Art, wie ich ein Auto betrachte oder wie ich Auto fahre, verändert hat oder ob das Elektroauto mich irgendwie verändert hat. Das Elektroauto hat mich als Mensch nicht verändert. Das wäre ja auch zu schön. Aber es hat die Art und Weise verändert, wie ich Auto fahre. Denn dieses drehmomentstarke Beschleunigen und auch das Rekuperieren führt zu einer anderen Art des Autofahrens. Und die möchte ich ganz ehrlich nicht mehr missen. Und jeder, der schon mal Elektroauto gefahren ist für längere Zeit, weiß, wovon ich rede. Hi, ich bin Lisa vom YouTube-Kanal Tesla Lisa. Und was mich an der Elektromobilität fasziniert, ja, wo soll ich anfangen? Es ist ein ruhiges, entspanntes Fahren. Man kommt viel entspannter am Ziel an. Durch die längeren Ladepausen, die mich überhaupt nicht stören, es ist ein entspanntes Vorankommen. Ich brauche mir keine Angst, um Reichweite zu machen.
Mein Tesla rechnet mir, wann ich wie lange wo anhalten muss. Es ist überhaupt kein Problem. Und auch sonst, wenn man jetzt mal kein Tesla-Ladenetzwerk hat, man entwickelt ja ein richtiges Radar für Ladesäulen. Von daher, ich finde irgendwo immer eine. Und von daher überhaupt kein Problem. Und ich fahre, seit ich Elektroauto fahre, viel mehr. Früher bin ich 15.000 Kilometer im Jahr gefahren. Das habe ich verdoppelt. Ja, und die Community ist einsame Spitze. Man hilft sich, man berät sich, jeder hat immer einen Tipp auf Lager und deswegen freue ich mich auch so über die Community, die Electrified Women, weil das ist einfach spitze. Wir Frauen unterstützen uns gegenseitig und es ist einfach klasse. Ich möchte mein Elektroauto nie wieder missen und möchte auch nie wieder anders unterwegs sein. Mein Name ist Michael Scharnberg. Würde ich mich normalerweise melden und dann würde das Intro kommen, aber heute hat mich der Jens gefragt, kannst du mir ein Video drehen? Am besten ganz schnell, weil das muss ich heute Abend noch online stellen. Ja, lieber Jens, sehr gerne. Was macht die Elektromobilität mit mir oder was hat sie mit mir gemacht? Ich erzähle das mal, versuche das ganz kurz zu erzählen. Früher war ich der absolute Autonarr. Bin durch Custom Cars, ich habe geschraubt, gemacht an Ford Capris. Könnt ihr auch in meinen Videos sehen und ich habe Autos geliebt. Dann kam Familie, Haus, Firma, Unternehmer werden, soziale Verantwortung. Und die Autos waren nachher nur noch da, um sie zu reparieren, Unfallinstandsetzung. Das war kein Hobby mehr. Dann bin ich das erste Mal bei Uwe Krüger gefahren. Model S. Ey Leute, Elektromobilität verändert jemanden. Kurze Zeit später habe ich mein Model S gekauft, 12/2013, ohne Autopilot, ohne alles. Und wenn ein Auto in die Werkstatt geht, weil es kaputt ist, da leidet der Tesla-Fahrer oder der E-Mobil-Fahrer. Es ist eine neuartige Verbindung. Elektromobilität macht so viel Spaß. Es ist einfach, wenn das Auto weg ist, als ob die bessere Hälfte weg ist. Man möchte keine anderen Autos mehr fahren. Wenn ihr wissen wollt, wie geil Elektromobilität ist, dann fahrt es, spürt es, das muss man spüren. Vom Raser zum absolut entschleunigten Fahrer. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist einfach mega. Probiert es aus, macht es, tut es. Denn machen es wie wollen, nur viel krasser. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Was hat es mit mir gemacht? Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe sehr, sehr viel mehr Spaß gehabt und ich habe eine Begeisterung an Technik gefunden, die ich sehr lange gar nicht hatte, aber wo der Zugang immer schon da war, weil ich fand Autos immer schon toll und bei uns in der Familie ist es Tradition, dass Frauen mehr verstehen vom Autos als Männer. Meine Mutter war schon leidenschaftlicher Autofreak und ich komme jetzt eher so langsam her, wir machen schon unsere Scherze darüber. E-Mobilität bedeutet für mich Ruhe, gefühlvoll und es eröffnet Herzen. Und was macht das mit mir? Genau das. Durch das Elektroauto bin ich ruhiger geworden. Ich liebe die Ruhe beim Fahren, ich liebe das lautlose Dahingleiten. Ich liebe es dabei, wenn ich dann doch mal beschleunige, nicht andere zu nerven mit meiner Lautstärke, weil es einfach nicht vorhanden ist. Gleichzeitig ist der Spaß zum Autofahren wieder gestiegen. Ich bin mit dem Tesla weitaus mehr unterwegs, als ich es vorher war. Auch unter dem Hintergedanken, die Energie, den Strom, den ich lade, ist aus grüner Quelle, er ist regenerativ und das beruhigt mich, das ist schön zu wissen, das macht mir riesig Spaß. Gleichzeitig wurde ich ein bisschen sensibilisiert, mehr auf mein Konsumverhalten zu achten, was speziell jetzt angeht, sind Lebensmittel in Plastik verpackt. Wo kommen die Lebensmittel her? Muss ich im Dezember Erdbeeren essen oder nicht? Das heißt, das Elektroauto an sich mit dem Kauf hat sich im Laufe der Zeit schon das Mindset ein wenig geändert. Dennoch bin ich nicht dafür, dass man hier sich dafür schämen muss, Flugreisen etc. zu machen, denn ich halte es hier mit dem Spruch, die gefährlichste Weltanschauung ist die derer, die die Welt nie gesehen haben. Moin, mein Name ist Frank. Ich bin seit knapp 2 Jahren Elektromobilist. Hab zunächst eine Renault Zoe gehabt, jetzt fahre ich Nissan Leaf.
Bin ein Vielfahrer, fahre knapp 35.000 Kilometer im Jahr. Zu Hause hat sich einiges mit der Elektromobilität geändert, dass ich besonders in Richtung Effizienz schaue, was den Strom- und Gasverbrauch zu Hause angeht. Und wenn das zweite Elektroauto auf dem Hof steht bei uns zu Hause, dann kommt auch Photovoltaik mindestens aufs Carport. Du hast mich gefragt, was die Elektromobilität mit mir gemacht hat. Kann man gar nicht mit einem Satz beantworten. Gut, ich habe 90 Sekunden. Mal sehen, ob ich das schaffe. Zuerst bin ich dazu gekommen, weil es mir Spaß gemacht hat. Dieses Beschleunigen aus nichts heraus. Das kann dieser Kona Electric hier genauso wie ein E-Up oder ein E-Golf oder ein Tesla. Der Spaß hat mich dazu gebracht. Das ist wirklich, wirklich toll. Mittlerweile kann ich keinen Verbrenner mehr fahren. Und das fällt mir schon schwer bei meinem Wohnmobil, weil irgendwie hat man so diese Ausdünstungen vom Motor in den Innenraum. Vielleicht ist es auch nur eine Einbildung, aber ich kann keine Verbrenner mehr fahren und es macht mir keinen Spaß mehr. Und wenn ich irgendwie mal gezwungen werde, unterwegs mir einen Verbrenner zu mieten, komme ich mir vor wie in einem fossilen, aussterbenden Ding, was keinerlei Attraktivität mehr für mich hat. Das hat die Elektromobilität mit mir gemacht. Mich interessieren die ganzen anderen Sachen nicht mehr. Ja, toller Kanal, wie gesagt, mach weiter so. Ich bin begeistert. Ich fahre jetzt hier mit dem Kona meiner Frau rum. Ja, aber jetzt hat sie auch elektrisch, also fahre ich Kona. Tolle Sache und mach weiter so. Ciao, ciao. Ja, ihr seht, bei jedem oder bei jeder bewirkt so ein Elektroauto irgendetwas anderes. Die Nutzererfahrung ist natürlich immer unterschiedlich. Und die Antworten auf meine Frage, was das Elektroauto mit einem gemacht hat, fallen dementsprechend verschieden aus. Jeder hat da so seine Erfahrung gemacht oder seine Erlebnisse und verarbeitet die natürlich. Was allen gemeinsam ist, wie ich finde, ist diese positive Grundeinstellung zu dem ganzen Thema. Es war natürlich von mir auch eine relativ subjektive Auswahl. Es war ein Aufruf an die Community und alle, die geantwortet haben, mir ein Video geschickt haben, die habe ich hier auch veröffentlicht. Das heißt, es ist natürlich nicht repräsentativ. Es mag auch Leute geben, die das wahrscheinlich komplett anders sehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal eure Erfahrungen mit dem Elektroauto, wie das vielleicht eure Denkweise verändert hat, mir in die Kommentare schreibt. Und wenn ihr offen seid als Zuschauer und gar kein Elektroauto habt, aber offen für Veränderungen in eurer Mobilität, dann überlegt doch mal, ob das nicht auch was für euch wäre, ein Elektroauto zu fahren oder zumindest mal Probe zu fahren, um die Erfahrung mal selber zu machen. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!